Hallo Leute, willkommen zurück bei Portal 2. Und ja, jetzt geht's weiter und normal müsste der Ton, so wie ich ihn jetzt eingestellt habe, passen. Also, ich habe es auch schon geprüft. Ja. Ich habe dieses diesen Raum gerade einmal gespielt, weil die Aufnahme prüfen wollte, ob alles funktioniert. Das hat es. Und ja, jetzt kenne ich mich ein bisschen in diesem Raum aus, aber weiter noch nicht. Also, ich sage euch bis zu dem ab hier. Ach, kann ich jetzt nur mehr vermuten, was. Okay, das sind nochmal solche Dinge. Hält das aus? Ja. So, jetzt kann ich, glaube ich, noch einen Raum höher hinauf. Juhu, genau. So. Okay. Und du kommst gleich hier rauf. Nur bräuchte ich jetzt, glaube ich, irgendwoher ein Lasersignal. Oh! Das könnte funktionieren. Oh nein. Du kommst schön mit. So. Genau, dort habe ich ein bisschen Platz. Genau. Ja, das müsste es gewesen sein. Aua. Hoffen wir mal, dass wir es überleben. Sie überlebt sogar. Das war ja cool. Test bestanden. Ich habe heute kein Rie gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. So, wie kannst du mehr haben, wenn du nur eine hast oder eines oder sonst irgendwas? Ja, um da auf deinen Ton zurückzukommen, ich habe mich davor irgendwo verstellt, ja, und deshalb war mein Ton zu leise. Jetzt wird das funktionieren. Was sind das für Bahnen? Cool. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Okay, da muss hier irgendwo was runterkommen. Okay, das ist ein Dauersignal. Okay. Ich schätze mal, da muss ich dorthin. Genau. Eierbonger! Ja, geht sogar. Ui! Bleib schön hier. Schön hier bleiben. Oh, der Schalter befindet sich dort drüben. Weil, tut mir leid Leute, müssen wir das Ganze noch einmal machen. Tut mir echt leid, aber kann nichts machen. Komm her. Und
Ach, dort. Dort, genau. Sehr gut, du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Ich werde schon meine Gründe gehabt haben. Aperture Laboratories. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel, 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 Vogel! Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie. Mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Okay. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie dieser kleine Knirps da überhaupt heißt. Ich weiß schon, ihn nenne ich Bird und sie nenne ich... Alice, nein. Chain, genau. Chain nenne ich sie. So, und wo muss ich hin? Genau, dort hin. Wo ist der Knopf? Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz her. Sie war gut. Genug. Weiter geht's. Was steht denn überhaupt hier? So. Ja, jetzt geht es weiter. Werden wir wahrscheinlich bald ausbrechen. Der kleine Zum nächsten Test Bob, gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Oh. Ich bin runter. Cool. Ich hasse dich nicht.
Ich mag diese Geschütztürme. Nein, nicht diese Mission. Ich hasse sie. Noch jemand da? Oh, das da oben habe ich noch nie gesehen. Geil. Ich bin dir nicht böse. Beim letzten Mal, wie ich dieses Spiel gespielt habe, habe ich das dort oben noch gar nicht gesehen. Ups. Das war ein bisschen versetzt. Genau, jetzt stimmt es. Geh, komm schon. Mache ich mich auf Speed. Speed! Da bist du. So. Das hat sogar funktioniert. Wow. Ah. Wo bin ich jetzt? Eine Tür. Noch eine Tür. Ich glaube, das ist jetzt unsere Flucht. Knöpfe? Ich glaube, wir fliehen jetzt. Könnte sein. Okay. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Cool. Das ist so eine Plattenfabrik. Oh. Ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Okay. Ich hoffe, sie hat nichts Schreckliches mit uns. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Okay. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Okay, jetzt. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht. Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. Im Mode. Aus Frankreich. Ja, hier sehen wir, wie diese Schussdinger aufgebaut sind. Aktiviert. Das finde ich ja cool. Modus aktiviert. Ziel verloren.
Aha. Banshee! Cool. Hallo, wo bist du?